Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Tagesenergie für den 23.02.2023. Ich lasse die Karten wie immer springen und dann schauen wir mal, welche Energien heute wichtig werden. Ja, bedenkt bitte, das sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. So, dann schauen wir mal, was sich heute am 23.02.2023 zeigen möchte. Welche Karten, welche Energien werden heute wichtig? Hier hat sich eine umgedreht. Und hier haben wir noch eine. So, die würde ich jetzt erstmal nehmen. So, wir haben hier die erste Karte, das Ass der Münzen. Hier haben wir die 5 Münzen. Und hier haben wir die Königin der Schwerter. Es blendet hier ein bisschen. An der Unterseite, eieiei, haben wir den Teufel. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, weil die blenden immer enorm. Ich finde die auch mega schön. Okay. Also. Heute könnte sich ja ein spannendes Angebot zeigen bei euch oder könnte ja auf euch zukommen. Und dieses Angebot könnte hier dafür sorgen, dass ihr aus einem Mangelgefühl, aus einem Mangeldenken herausgeht. Das Angebot könnte von einer Königin der Schwerter kommen. Das könnte jetzt ein Anwalt, irgendwo eine Behörde etc. Es könnte aber auch eine Vorgesetzte, eine Kollegin sein, eine Freundin, wie auch immer. Und das ist eine Frau, die sehr glasklar agiert. Also jemand, der sehr auf Verstandesebene agiert. Jemand, der hier immer klare Entscheidungen trifft, sich nicht großartig von Emotionen leiten lässt. Aber in der erlösten Form kann man sich auf diese Person ziemlich verlassen, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, wenn es um rechtliche Angelegenheiten geht. Also alles so, was nicht großartig mit Emotionen zu tun hat. Vom Sternzeichen könnte es eine Zwillinge, Waage oder Wassermann-Energie sein. Und hier könnte sich etwas zeigen, ein Angebot. Das muss nicht unbedingt finanzieller Natur sein, aber es geht um ein beständiges Angebot, was dir hier helfen könnte, aus einer Mangelsituation, egal ob jetzt auf dem emotionalen oder eben finanziellen Bereich, hier herauszukommen. Wir haben aber auch, und das ist so ein bisschen die Warnung, wir haben den Teufel an der Unterseite. Die Unterseite ist ja für mich immer so dieser versteckte Hinweis. Der Teufel steht für Abhängigkeiten und Manipulation. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihr trotz allem vorsichtig sein solltet oder das genauer betrachten solltet. Der Teufel kann natürlich auch nur für eure eigenen Gedanken stehen, dass ihr hier eventuell dieses Angebot überhaupt nicht wirklich glauben könnt, was sich da euch zeigt. Aber es ist auch schon der Hinweis, immer ein bisschen Vorsicht walten zu lassen. Ich würde jetzt einfach mal noch eine Klärungskarte auf den Teufel hier legen oder allgemein auf diese Tagesenergie, um hier noch eine klarere Energie zu bekommen. Guckt mal, da haben wir die 10 Münzen. Das wiederum ist die Fülle. Also könnte es wirklich sein, dass es hier einfach auch eine Energie ist, mit alten Erfahrungen verknüpft, ne? Dass man hier eventuell Angst hat, eben ja einfach wieder in enttäuscht zu werden, sich in Abhängigkeiten zu begeben. Weil hier haben wir jetzt an der Unterseite den Stern. Der Stern steht ja immer für neue Chancen und Möglichkeiten, ne? Und einfach auch für eine Energie, die sagt, okay, das, was du jetzt anpackst, ist auch wirklich von Erfolg gekrönt. Trotz allem, ne, wie gesagt, bitte immer auch genau prüfen, welche Angebote, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, euch hier aufzeigen, ne? Oder ihr bekommt prinzipiell ein spannendes Angebot, ein beständiges Angebot, was euch hier aus einer Mangelsituation herausholen könnte, entweder emotional oder finanziell, ne? Und ihr sucht hier den Rat bei einer Königin der Schwerter. Das könnte natürlich auch sein. Letztendlich habe ich aber die Energien gut liegen, ne? Es kann aber auch sein, wenn man das jetzt wirklich mal aus dem Alltag wegnimmt, sondern nur rein auf der innerseelischen Ebene, ist es gut möglich, dass ihr hier eventuell in der Vergangenheit emotional sehr dicht gemacht habt, weil ihr immer enttäuscht wurdet.
Und jetzt kommt hier eine Möglichkeit, eine Chance auf euch zu, die versucht, euch aus allen Verstrickungen, entweder selbst auferlegte oder die euch von anderen auferlegt wurden, euch zu befreien. Lasst euch da ruhig darauf ein, ne? Also hier wird euch Hilfe zuteil heute. Irgendetwas kommt hier positiv auf euch zu, was euch hilft, in eine stabilere, beständigere Energie zu kommen. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und hoffentlich bis bald. Eure Helene.